Hör mal zu feiert 50.000 Abonnenten. Danke für dein Like und jetzt gute Unterhaltung. Natürlich in Stereo. Die Dediktei. Landvolk. Der Bauer Xaver Dollinger schrieb Folgendes. Am 4. April ist mir auf der Weide ein zweijähriges Rind im Werte von 550 D-Mark vom Blitz erschlagen worden. Ich melde dies der Versicherungsgesellschaft höflichst an und bitte, dass der Schaden von dort aus reguliert wird. Und was sagt unser hoher Stab dazu? Der Schaden ist nicht entsprechend den Bestimmungen bei der Polizei gemeldet worden. Oh, das hat nichts zu sagen. Ein Bauer ist kein Versicherungsangestellter. Er kennt sich in den Bestimmungen nicht so aus. Genauso wenig wie wir beide uns in der Landwirtschaft. Sie haben recht, Herr Doktor. Ich glaube, wir huldigen mal wieder unserem alten Wahlspruch. Nicht vorschnell denken, erst mal selber sehen. Richtig, also auf nach Berghausen. Ich kenne dort ein hübsches Gasthaus zum Rössel. Logieren Sie sich dort ein. Guten Tag. Grüß Gott. Ein helles hätte ich gern. Ja, gern ein helles. Nein, sowas. Wie kommen Sie denn hierher, gnädiges Fräulein? Herr Dr. Severin, was machen Sie denn hier, Urlaub? Nein, ich habe beruflich hier zu tun. Darf ich? Bitteschön. Ich habe den zuständigen Tierarzt aufgesucht. Der Mann weiß von der Sache nichts. Waren Sie schon bei der hiesigen Polizei? Nein, die Polizei... So, bitteschön, Ihr Kaffee, Ihr helles. Danke. Zum Wohl. Die Polizei möchte ich noch nicht einschalten. Ich habe festgestellt, dass der Bauer Dollinger bereits seit 30 Jahren versichert ist und sich noch nie etwas hat zu Schulden kommen lassen. Mhm. Frau Wirtin, kennen Sie den Bauern Fahlbusch? Den Bauern Fahlbusch? Ja, freilich. Was ist mit dem? Och, nichts weiter. Eine Bekannte von mir hat ihn in der Sommerfrische kennengelernt. Ich habe Grüße auszurichten. Kommt der Bauer Fahlbusch öfter hierher? Na, der kommt nimmer her. Der trinkt sein Bier im Ochsen. Aha. Zwingt dem nämlich, dass der Dollinger sein Bier bei mir im Rössel trinkt. Der Dollinger und der Fahlbusch, die sind ja zerkriegt. Zerkriegt? Na ja, zerstritten halt. Ach so, zerstritten. Ist es weit bis zum Fahlbusch-Bauern? Ja, schon. Die Straße rauf bis zum Ortsend, der letzte Hof. Der letzte Hof. Ich möchte gleich zahlen. Ja, das war ein Bier, ein Kaffee, macht zusammen 1,60. Bitte. Dankeschön. Na, die Sache lässt sich ja ganz gut an. Sie nehmen jetzt den Wagen, fahren zu Fahlbusch und wir treffen uns dann im Hotel am See. Gut, ich ziehe mich nur zünftig an und dann gehe ich mal meine Grüße ausrichten beim Fahlbusch. Ja, so. Ja, wie hat's denn nachher geheißen, die Dame, die wo uns grüßen lassen? Ja, auch der Name ist mir entfallen, wissen Sie. Es war nur so eine flüchtige Reisebekanntschaft. Ich glaube, sie war so vor 2 Jahren hier, aus Hamburg, zur Sommerfrische. Sir, aus Hamburg? Ja, ich hab nichts gegen die Preisen, besonders nicht, wann's zahlen. Hat sie bei uns gewohnt, die Dame? Nein, das glaube ich nicht. Sie kam wohl nur mal so mit Ihnen ins Gespräch. Gewohnt hat sie bei einem gewissen Bauern, Dollinger. Sir, beim Dollinger. Na, da ist er hier. Ja, der hat sie aber gar nicht sehr gefallen. Sie ist dann bald wieder ausgezogen. Der Dollinger, das wäre so ein richtiger Grobian, hat sie gesagt. Ja, da hat sie recht gehabt. Ja, mei, ein Kurgast. Noch dazu eine Dame beim Dollinger. Da hat's keine Freude nicht gehabt. Ja, ja, ihre Dame, die hat schon recht. Damals ist doch wohl ihre Scheune abgebrannt, nicht? Aha. Und da soll nämlich der Dollinger gesagt haben, warten Sie mal, wie war das noch? Ja, jetzt wird er den Fahlbuschbauern mal so richtig hinhängen. Und das hat der Dame gar nicht sehr gefallen. Ja, ja, der Dollinger, das ist schon ein Hund. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Der hat mich denunziert. Denunziert? Jawohl, der hat an die Versicherung geschrieben, mir wäre überhaupt kein Korn verbrannt und was? Er könnte es beschwören. Jawohl, und keinen Pfennig habe ich gekriegt von der Versicherung. Ja, aber was geht denn das den Dollinger an, wenn ihre Scheune abbrennt? Nix. Das ist es ja. Schau's, in der Nacht ist meine Scheune abbrennt. Ich hab grad vorher noch Droschen. Das leere Stroh hat natürlich brennt wie Zunder. Na ja, hab mir bedenkt, was soll schon sein? Zahlt habe ich an die Versicherung schon 20 Jahre. Und was geht's die eigentlich an, ob ich vorher noch Droschen habe oder nicht, ne? Hab ich ihnen geschrieben, meine ganze Ernte sei mit ihnen. Und die Versicherung, die war zufrieden. Hier. Ich hab schon gewartet auf das Geld. Da kommt doch der Dollinger daher, der Saukopf, und schreibt an die Leute, er könnte es beschweren. Das ist aber nicht nett vom Dollinger. Hä? Aber andererseits, Herr Fahlbusch, ich meine, wenn doch Ihr Korn tatsächlich gar nicht verbrannt war. Ja schon, aber die Versicherung hätte doch zahlt. Ach. Ja, wenn der Dollinger nicht daherkommen wäre. Der soll bloß froh sein, wenn es ihm nicht an den Kragen geht mit seiner Kuh.
die wo der Blitz erschlagen hat. Martl, bring die Säge rüber. Sagen Sie, Herr Fallbusch, weil Sie das gerade sagen mit der Kuh. Ja? Ich habe im Gasthof einen Herrn getroffen, der war von der Versicherung und der wollte gerade zum Dolling heraus. Und dieser Herr hat mir erzählt, seine Gesellschaft hätte einen Brief bekommen von einem unbescholtenen Mitbürger. Ja, das mag schon sein. Wissen Sie, bei uns heraus, da gibt's viele unbescholtene Bürger, ja. Also, wenn die von der Versicherung nicht so blöd wären, dann bräuchten sie doch bloß einmal den Abdecker zu fragen. Mein Name ist Severin. Ich komme von der Versicherungsgesellschaft wegen ihrer Kuh. Ja, na, endlich. Es dauert eine Ewigkeit, bis man von euch was kriegt. Haben Sie das Geld dabei? Nein, noch nicht, Herr Dollinger. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Ja, ich hätte einige Fragen an Sie. Was gibt's da noch zu fragen? Der Blitz hat's erschlagen, meine Resi, meine Zweijährige. Das war mein schönstes Stück im Stall. Die hätte einen Preis gekriegt auf der Ausstellung in Miesbach. Ja, gewiss, Herr Dollinger, ein sehr bedauerlicher Fall. Nur sind bei unserer Schadensprüfung gewisse Bedenken aufgetaucht. Bedenken? Ja, wie kommen denn Sie mir vor? Vielleicht nur rein formale Fehler. Aber wie ich höre, haben Sie es verabsäumt, den Fall der Polizei zu melden. Ich bin ja nicht bei der Polizei versichert. Ich hab's der Versicherung gemeldet, wie sie das gehört, ne? Da brauche ich doch nicht auf die Polizei laufen. Ja, so lautet nun mal die Vorschrift. Ich hab's gesagt, wie es ist. Sogar schriftlich hab ich's gesagt. Wäre noch das Schönere. Und wenn die Versicherung nicht bezahlen will, dann verklage ich sie. Sind wir gleich fertig miteinander. Ja, also dann auf Wiedersehen, Herr Dollinger. Saubande. Regte. Wenn ich mir so recht überlege, ist da zwischen Ihrem Fall mit der Scheune und dem vom Dollinger mit seiner Kuh nicht so eine gewisse Ähnlichkeit? Hä? Nein, Fräulein, da sind Sie im Irrtum. Nein, zwischen meiner Scheune und dem Dollinger seine Kuh besteht keine Ähnlichkeit, durchaus gar nicht. Meine Scheune ist verbrannt, gell? Aber dem Dollinger seine Kuh, die hat nie der Blitz erschlagen. Und meine Scheune, das war meine Scheune. Aber das Rind, was dem verreckt ist, war nie das Rind, das er gemeldet hat. Mhm. Ich verstehe. In Ihrem Fall also haben Sie nur was verschwiegen. Der Dollinger aber, der hat was dazu erfunden. Genau. Ja, so ist es, Fräulein. Sie haben's getroffen. Schauen Sie, unser einer hat's doch schwer mit der harten Arbeit. Die Prämien sind hoch. Und schließlich ist doch unser eins nicht dafür da, dass die von der Versicherung in München sich jeder eine Villa baut und mit dem Mercedes umeinander kutschiert. Also, wenn Sie bei der Versicherung wären, dann bräuchten Sie auch nicht mit der alten Chaise da rumfahren. Oh, da gehört schon lange mal eine neue Stoßstange hin. Ja. Sind Sie nicht versichert? Doch, natürlich. Aha, mit Selbstbeteiligung. Nein, Vollkasko, warum? Was? Ja, da brauchen Sie doch bloß einmal rückwärts an einen Baum hinfahren. Aber Herr Fallbusch, das wäre doch... Ja, das wäre sogar sehr notwendig. Die Stange taugt nichts mehr. Warten Sie, das haben wir gleich. Dann passen Sie auf. So. Halt! Nein! So. Jetzt lassen Sie noch eine neue Stange hinmachen und schicken Sie die Rechnung an die Versicherung. Ne? Dann sind Sie ganz einfach beim Rückwärtsstoßen aus Versehen ein bisschen an meine Mauer hingerannt. Ne? Ich kann es doch bezeugen. Ja. Das würden Sie für mich tun? Ja, freilich, für Sie tue ich doch alles. Also, dann wünsche ich Ihnen halt einen schönen Urlaub, Fräulein. 50.000 Retro-Freunde. Sehr hochkomfortabel. Ich sehe, haben Sie sich natürlich mal wieder das erste Haus am Platze ausgesucht. Spesen, Babette, geht alles auf Spesen. Ach nee, in meinem Rössel ist es weit bescheidener. Nee, irgendwo müssen wir ja für die Firma sparen. Also kommen Sie, nehmen Sie Platz. Sehr gut. Wie war es denn beim Dollinger? Ach, das ist ein harter alter Knochen. War nicht viel aus ihm rauszubringen. Da habe ich aber mehr Glück gehabt. Der Fallbusch, das ist so ein saftiger, praller Schinken und äußerst mitteilsam. Der hat mir ganz von selbst gestanden, dass er vor 2 Jahren der Versicherung mal ein kleines Schnippchen schlagen wollte. Nur hat ihm leider der Dollinger, der alte Neidhammel, die Tour vermasselt. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und dann hat ein gewisser unbescholtener Mitbürger, alias Fallbusch, einen Brief geschrieben. Der Fallbusch-Bauer gab der Versicherung einen ganz guten Rat. Die Abdeckerei, die den Kadaver abgeholt hat, könnte das aufklären. Von der Versicherung war es einer. Was? Mhm. Aushorchen hätte er mich wollen. Die? Ja, aber da hat er sich geschnitten. Soll nur zahlen, die Brüder. Ja, sag einmal, Xaver, wollen sich die von der Versicherung vielleicht mit dem Zahlendrucker, hm? Wollen schon, aber können nicht. Danke vielmals. Nein, das wäre alles. Vielen Dank.
Sie haben den Kadaver am 1. April von der Weide Dollingers abgeholt. Todesursache nicht bekannt, geht auch die Ablegerei nichts an. Und von der Auskunft haben wir nicht gerade sehr viel. Oh ja, wir haben eine ganze Menge. Wir haben fast alles, nämlich die Hauptsache, das Datum, 1. April. Nach der Meldung von Dollinger ist ihm die Kuh erst am 4. April vom Blitz erschlagen worden. So, und jetzt gehe ich mal zum Dollinger und knete ihm ein bisschen das Gewissen. Lass nur rein. Grüß Gott, ich hätte gerne mal Ihren Mann gesprochen. Herr Bernd, treten Sie ein, gehen Sie durch. Ja, danke schön. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Jetzt habe ich mehr Zeit für Sie wie vorhin. Ja, das ist schön. Wollen Sie ein Bier? Oh nein, danke vielmals. Bitte wollen Sie Platz nehmen. Dankeschön. Ich hätte nur eine Frage an Sie. Als Ihre Kuh vom Blitz erschlagen war, da haben Sie doch sicher den Kadaver abholen lassen, wahrscheinlich von der Abdeckerei. Ja, natürlich. Ein Staatsbegräbnis habe ich der Rese nicht stiften können. Haben Sie da eine Bescheinigung darüber? Ja, natürlich. Muss ja alles seine Ordnung haben, ne? Eben. Muss einmal rüberkommen. Ja, dann dürfte es eigentlich keine Schwierigkeiten mehr geben. Da ist es, Herr Doktor. Komm, gib mir mal den Wisch her. Bitte. Dankeschön. Und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Herr Doktor. Dass Sie von München extra wegen der Kuh rausfahren, können Sie mir nicht weismachen. Da steckt schon was anderes dahinter. Natürlich. Und ich kann Ihnen auch sagen, wer dahinter steckt. Dieser Fallbusch wieder. Aber Xaver, reg dich doch nicht auf. Ist ja wahr. Ich verstehe das alles nicht. Haltet ihr Berghausener denn gar nicht zusammen? Bei mir Berghausener schon. Der Fallbusch ist ja kein Berghausener. Na, der ist ja bloß reingeheiratet. Also von Edi Harting rüber. Der Depp, der Damische. So. Er scheint mir so, als ob er auf dieser Bescheinigung radiert worden wäre, Herr Dollinger. Ja, das war ich. Ich habe radiert. Wissen Sie, der Mann, der mir die Bescheinigung gegeben hat, der hat es fallen lassen, nicht? Und da ist in eine Pfütze gelegen. Ich habe sie erst trocknen müssen und dann habe ich den Dreck wegradiert, nicht? Weil ein Dokument muss ja sauber sein, nicht? Vielleicht ist es besser, wenn ich die Bescheinigung zunächst einmal behalte. Es wäre nützlich für eine rasche Erledigung der Angelegenheit. Ich will mein Bestes tun. Ich spreche dann wieder vor, sobald ich Bescheid weiß. Ja? Grüß Gott. Schnüffler. Na, Babette, Sie wollten sich doch nach dem Wetter erkundigen. Hab ich, Doktorchen, hab ich. Hier sind die Daten des Wetteramtes vom 1. bis zum 4. April. Herr Doktor, habe ich Sie eben gefangen? Forellen und Saiblinge. Soll ich Ihnen welche reservieren? Mir auch, bitte. Ja, eine Forelle blau würde ich nachher sehr gern essen. Mir ein Saibling, bitte. Ist schon gut? Ja, so sind die Bauern nun mal. Der Dollinger glaubt in seinem Recht zu sein. Er hat bezahlt, soll die Versicherung auch mal zahlen. Aber Sie wissen ganz genau, wenn die Sache rauskommt, muss er ins Gefängnis. Ja, ja, und auch sein Feind, der Fallbusch. Das ist eine ganz dumme Nachbarnfehde. Die müsste sich da aber irgendwie außergerichtlich aus der Welt schaffen lassen. Ich glaube, ich hab's. Wir lassen die beiden Stiere aufeinander los, den Fallbusch und den Dollinger. Wissen Sie, Doktorchen, mir schwebt da sowas vor wie ein reinigendes Gewitter. Sie fahren jetzt noch mal zum Fallbusch und sagen ihm Adieu. Und dann bringen Sie ihm so beiläufig bei, dass der Dollinger die falsche Brandmeldung von damals wegen seines abgelehnten Viehschadens anzeigen will. Verstehe. Dann läuft der Stier vermutlich ganz allein in die Arena. Jetzt langt's mir aber. Hin muss er werden, der Dollinger. Sepp, narrisches Mannsbild, damisches. Ja, was ist denn jetzt in meinen Mann gefahren? Ja, was haben wir ihm denn Sie überhaupt erzählt? Ich hab ihm bloß erzählt, dass der Dollinger... Das muss er mir pissen, der Sauhund. Hey, Halbusch, was hast du denn? Auf wem bist du aus? Auf den Dollinger, den Denunzianten, den Greislichen. Bitte sehr. Einmal selbstgefangene Gebirgsforelle blau mit jungen Petersilienkartoffeln. Danke, und ein Viertel Weißen. Bitte schön. Ich hab's geschafft. Aber jetzt krieg ich's mit der Angst zu tun. Na, ist der Stier schon unterwegs? Im Sturmschritt. Ich fürchte, die haben eine große Dummheit gemacht. Die schlagen sich bestimmt die Schädel ein. Was will ich denn? Was hab ich gehört? Du willst mich hinhängen. Ausgerechnet du. An Staatsanwalt willst du schreiben. Ja, keinen Fleck, ein Schmarrn daher, kein Mensch lässt vom Staatsanwalt, aber ein anonymer Brief ist geschrieben worden an die Versicherung, verstehst? Und ich weiß auch, wer dieser Anonymer ist. Es bist du! Du halt dein Maul, wir reden jetzt nicht von deiner Kuh, wir reden von meiner Scheune. Passt mich! Recht hat der Fallbusch Bauer, der Dollinger hat ihn verpfiffen. Ja, wer redet denn jetzt du, was willst denn du überhaupt? Ja, genau so ist, der Dollinger hat am Fallbusch angezeigt. Also, ja, pass mal auf, der Fallbusch will den Dollinger eins auswischen. Ja, geht der Jawohl! Fallbusch will den Dollinger eins auswischen! Hey, hey, das spielt ja doch! Jetzt hört ihr mal zum Streiten auf! Das hat du gesagt, was für Spiel war! Also, wir haben das Recht zur freien Meinungsäußerung! Ja, das seht ihr schon im Dings da, im Grundgesetzbuch! Und der Dollinger, der ist stark! Wir streiten, solange es uns passt! Ah,
Ein Schwindler bist, der ganze Elendiger, dass du das weißt. Das traust du sagen. Ein Versicherungsbetrüger, wie er im Buch steht, weißt du, wo du hingehörst? Ins Zuchthaus? Geh, probier's doch einmal. Ich hau dir ja den Ochsenschädel zusammen, den Depperten. Du willst mich schlagen auf meinem Grund und Boden. Weißt du, was das ist, Fremder? Ha? Das ist Körperbedrohung. Verstehst du? Ein Hausfriedensbruch. Halt's mit zurück. Ich bringe ihn um, den Hund. Gib doch einmal Ruhe. Ja, wie haben wir's denn? Ihr redet euch noch im Kopf und Kragen. Das weiß doch jeder im Ort, dass einer wie der andere von euch zwei nicht besser ist. Ja, da schon her. Der alte Grübner. Du willst den Friedensstifter machen. Ausgerechnet du. Ja, du hast doch selber gezündelt. Stimmt's, Dollinger? Jawohl. Vor 5 Jahren hast du deine Scheune selber angesteckt. Ja, das ist eine ganz gemeine Lüge, eine ganz gemeine. Jetzt hört's mal auf. Wenn ihr was miteinander habt, dann gebe ich das Entregung. Aber wenn ihr meinen Vater beleidigt, da geh ich bei nix. Der hätte bloß nicht mit der brennenden Kerzen in die Scheune reingehen brauchen. Wie der Vater, so der Sohn. Das war eine Gemeinheit vom Faulbusch, dem alten Grübner, das aufs Brot schmieren. Geh, was wusst denn du? Wer war denn das nachher mit deinen Obstbeim, wo der Frost drin gewesen ist? Da war ja gar nicht ein Frost drin. Okay. Was ist das? Jägerl, was will denn der Schnüffel schon wieder da? Aber das Dirndl ist lieb. Grüß Gott. Ja, lieber Herr Dollinger, ich habe so das unbestimmte Gefühl, als ob der Herr Faulbusch und Sie sich in einiger Erregung befinden. Ja, ja. Aber erst mal zu Ihrem Fall. Ich bin inzwischen tätig gewesen, weil ich Ihnen ja versprochen habe, dass ich die Sache aufklären will. Und ich habe Sie aufgeklärt. Oh, haben Sie das Geld schon? Nein, nein. Schauen Sie mal, Sie haben ja selbst gesagt, Sie hätten hier radiert, ja, weil ein Dokument ja sauber sein ja, muss. Ja, 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 ja. Ja, und dabei sind Ihnen wohl einige Buchstaben und auch Zahlen etwas undeutlich geworden. Und dann haben Sie das da wieder in Ordnung bringen wollen. Nicht? War das so? Ungefähr? Ja, so ungefähr. Ja, und dabei ist Ihnen ein kleiner Irrtum unterlaufen. Durch dieses Versehen ist Ihre Kuh 6 Jahre jünger geworden. So? Und das Transportdatum hat sich vom 1.4. auf den 4.4. verschoben. Naja, aber Herr Doktor, wo es die Kuh am 4. oder am 1. erschlagen wird, Blitz ist doch Blitz. Nein, 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 so ist das nicht. Schauen Sie, hier habe ich die Daten vom Meteorologischen Institut. Am 4.4. war in Berghausen klarer Sonnenschein und erst am 10. setzt eine Gewitterserie ein. Vielleicht haben sich die geirrt. Nein, nein, die irren sich nie. Ja, Sie müssen das verstehen, Herr Doktor. Ich wollte halt auch schauen, dass ich zu meinem Sach kommen gehen soll. Und da ist mir halt der kleine Irrtum unterlaufen, nicht? Das, was machen wir denn da? Ja, am besten, Sie ziehen Ihren Schadensantrag zurück. Ja, ziehe ich. Ja? Ja. Also gut. Herr Dollinger und ich, wir haben in gemeinsamen Bemühungen festgestellt, dass der Schadensantrag eine vom Blitz erschlagene Kuh betreffend auf einem kleinen Irrtum aufgebaut war. Und der Herr Dollinger zieht jetzt seinen Schadensantrag zurück. Ja. Und wenn ich mir noch eine kleine Bemerkung erlauben darf, obzwar mich das gar nichts angeht, wenn ich ein alter Berghausener wäre, so würde ich jetzt die alten Geschichten gar nicht erst mehr aufrühren, sondern sagen, Schwamm drüber, vergeben und vergessen. Also kommt's. Na, was ist, Faulbusch? Halt mal so. Von mir aus gut ist. Und jetzt gehen wir alle miteinander ins Wirtshaus auf den Maß, gell? Ja! Ich sage es. Ja! Na, Dollinger, jetzt gehen wir zum Ochsen. Na, von den Rindfingern habe ich jetzt nur. Wir gehen ins Ressel. Also geh du raus. Nach diesem Fall, der recht zünftig war, brauchen die beiden erstmal Urlaub im hohen Norden. Nur leider wartet auch dort wieder ein Fall für den Fiskus. Unfalltod durch Ertrinken. Mein Mann, Werner Hanke, am 1. Juli, Badestrand von Helgoland. Und hat mein Schwiegervater für Auffindung der Leiche eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt. Ah, die Leiche ist noch nicht gefunden. Haben Sie die Polizei rausgesucht? Ja. Bitte. Eine Lebensversicherung über 100.000, bei Unfalltod Verdoppelung der Auszahlungssumme. Ganz schön. Soll ich der Witwe Hanke zunächst? Natürlich müssen wir Frau Hanke eine Antwort geben. Ich werde sie Ihnen gleich diktieren. Vorerst möchte ich doch mal... Hier, Schadensprüfung, Herr Bachmann. Ich hätte gern Herrn Dr. Severin. Er ist unterwegs zu mir. Wunderbar, danke. Also, Aktenzeichen, Anschrift und so weiter. Sehr verehrte gnädige Frau, wir bestätigen Ihre Vermisstenanzeige vom 12. dieses. In Beantwortung Ihrer Anfrage
was Sie zunächst zu unternehmen haben, können wir nur raten. Vorerst nichts zu unternehmen? Nichts stellen Sie sich vor, Herr Rechtsanwalt. Als unser nächstes Schreiben abzuwarten und vor allem die Prämien wie bisher weiter zu entrichten. Na, das ist doch empörend. Nichts, nichts soll ich unternehmen. Da sehen Sie selber, Herr Rechtsanwalt. Glauben Sie mir, gnädige Frau, und Sie auch, Herr Hanke. Ich verstehe Sie. Es ist bestimmt nicht leicht, im Gefühl des schmerzlichen Verlustes und der ernsten Sorge die Dinge sachlich zu sehen. Und dennoch... Ja, aber ich verstehe einfach nicht, ja, nach geltendem Recht beträgt die Wartezeit für die Todeserklärung eines Verschollenen 10 Jahre. Versicherungsrechtlich heißt das, dass bis dahin durch die pünktliche Zahlung der Prämie die Gültigkeit der Police erhalten bleibt. Was soll aus mir und meinem Kind werden? 10 Jahre? So lange lebe ich überhaupt nicht mehr. Ja, wer wird denn dann für euch sorgen? Und sowas steht im Gesetz? Das ist ja geradezu Betrug, Übervorteilung. Erst darf man Prämien zahlen und hinterher? Herr Hanke, bitte, lassen Sie uns die Sache ruhig überdenken. Erstens besteht immer noch die Aussicht, dass die Leiche gefunden wird. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Und zweitens würde ja nach Ablauf der Wartezeit... Ach, so lange können wir doch nicht warten. 10 Jahre. Wo gibt's denn sowas? Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, Herr Rechtsanwalt. Damals, im Jahre 47, da hat eine Nichte von mir den Totenschein für ihren Mann, verschollen, wissen Sie, in Russland, nach einem Jahr erhalten. Jawohl, nach einem Jahr. Versicherungsgültig. Ja, ich weiß, Herr Hanke. Bei Kriegsverschollenen ging es schneller. Aber ein Zivilverschollener wiegt eben heute 10-mal schwerer. Haben Sie bei allen Versicherungsgesellschaften angefragt? Mhm. Durch Fernschreiber. Werner Hanke hatte also die Versicherung zugunsten seiner Frau mit einer Lauffrist ab 1. Mai abgeschlossen. 8 Wochen später ertrank er nach Angabe der Begünstigten. Das ist furchtbar. Was? Eine Frau teilt den Tod ihres Mannes mit und wir nennen es Angabe der Begünstigten. Fragen Sie mich nicht, wie mir zumute sein wird, Babette, wenn sich mein Misstrauen als unbegründet erweisen sollte. Tja. Aber wir haben nun mal unseren Weg zu gehen. Ich möchte sogar sagen, dass diese Angabe einen hohen Wahrscheinlichkeitswert enthält. Obwohl die Leiche nicht gefunden wurde. Bisher. Fernschreiben. Mitteilen auf Anfrage Lebensversicherungsvertragsabschluss Werner Hanke, Police Nummer C304568 vom 11.03.60. Über 30.000 Mark zugunsten Firmenteilhaberin Lilo Feldhammer. Wohnhaft Neumünster, Ulmenweg 5. Vermisstenanzeige seitens Begünstigter bisher nicht eingegangen. Securitas Hannover. Seltsam. Wieso? Die noch nicht erfolgte Meldung der Begünstigten lässt sich ohne weiteres durch Abwesenheit oder durch Unkenntnis des Unfalls erklären. Es sei denn... Es sei denn, das ist der Lido Feldhammer ratsam, erscheint einstweilen von diesem Vorfall nichts zu wissen. Genau, außer der Ehefrau also noch eine, Lilo Feldhammer. Mhm. Na, vielleicht bemühen Sie mal unsere liebe Auskunft teil. Wird besorgt. Ich glaube, ich fahre morgen mal nach Helgoland. Nach Helgoland? Ah, viel Vergnügen. Und vorher war Ihnen der Mann nicht weiter aufgefallen? Nein, absolut nicht. Ich kannte ihn ja nicht. Er war ja wohl kein Dauergast, nur mal für ein paar Tage von Neumünster rübergerutscht, ne? Ja, ja. Na ja, und dann kam schon das Gewitter. Der Strand war schon leer und... Ja, danke, das haben Sie mir ja schon erzählt. Und dann? Na ja, ich rief die Polizei an. In seinem Jackett fanden wir Zeitungen und auf dem Poststreifen stand schon die Adresse Hanke, Neumünster, zurzeit Helgoland, Postlagern. Da sagten die Beamten los, nix wie nach Neumünster und ich musste mit. Zu Frau Ellen Hanke, das war wohl nicht sehr angenehm. Ich sage Ihnen, ich darf gar nicht mehr andenken. Die Frau schrieb bloß immer, Werner, mein Werner. Und dann kam doch die kleine Lotte angelaufen. Ja, und weiter? Der Schwiegervater, der alte Hanke, war gerade bei ihr. Er fuhr sofort mit uns zurück. Wir haben noch im Morgengrauen nach dem Sturm die Küste abgesucht. Und sonst? Schrecklich, kann ich Ihnen sagen. Tja, sonst weiter nichts. Und was hat Helgoland gebracht? Erfrischung. Und Aufklärung? Kaum. Und unsere liebe Auskunft, Teil? Werner Hanke, 38, verheiratet, von Beruf Kaufmann, wohnhaft in Neumünster. Neumünster, das wissen wir ja schon. Wie klein ist das Städtchen überhaupt? Ja, immerhin eine Stadt von 75.000. War es so groß? Mhm. Hat nach einem fragwürdigen Konkurs eine Handelsfirma mit der unverheirateten Lilo Feldhammer gegründet, die auch das Kapital zur Gründung der GmbH eingebracht hat. Etwa 20.000 Mark. Wann? Die Zeit dieser Firmeneintragung datiert etwa 2 Monate vor dem Versicherungsabschluss Werner Hanke zugunsten der Lilo Feldhammer. Na, was sagen Sie dazu? Gar nichts. Das Ganze dürfte eine moralisch gerechtfertigte Sicherung der Firmenpartnerin vor unvorhergesehenen Zwischenfällen sein. Ja, das ist richtig. Trotzdem glaube ich, dass wir für eine Fahrt nach Neumünster reif sind. Fahren wir zusammen? Getrennt. Wir kennen uns natürlich nicht.
Natürlich nicht. Ich möchte sagen, Gott sei Dank nicht. Ich trete dort als ein Herr Diesner auf. Guten Tag. Guten Tag. Ich hatte ein Zimmer vorbestellt, telegrafisch. Bitte, der Herr, der werte Name? Diesner, Hermann Diesner. Diesner, richtig, Zimmer 17. Friedrich, das Gepäck des Herrn auf Zimmer 17. Dankeschön. Bitte schön. Hallo, würden Sie bitte meine Koffer holen? Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Ich hatte ein Zimmer vorbestellt, Bollmann. Babette Bollmann. Bollmann, richtig, Zimmer 34, gnädige Frau. Darf ich bitten? Danke. Friedrich, das Gepäck des Herrn auf Zimmer 7. Lassen Sie nur, ich helfe mir schon selbst. Zu liebenswürdig. Oh, bitte, bitte, meine Gnädigste. Die sind sehr galant, mein Herr. Liegt vielleicht ein Anruf für mich vor, etwa von Herrn Theodor Hanke? Nein, ich bedauere. Bitte? Bitte? Lassen Sie nur, das mache ich schon. Ja. Ich habe dem alten Hanke einen Brief geschrieben unter dem Namen Hermann Diesner. Ich habe ihm erzählt, dass ich vor ein paar Tagen seinen vermissten Sohn gesehen habe. Dankeschön. Diesner? Wieso Diesner? Hermann Diesner ist doch ein Geschäftsfreund von Werner Hanke. So. Dann habe ich Hanke Senior gebeten, mich hier im Hotel anzurufen, aber bis jetzt ist noch kein Anruf erfolgt. Aha. Ja, mal sehen, ob der gute Mann zu Hause ist. Hallo Portier, bitte verbinden Sie mich doch mal mit der Nummer 1138. Ja, danke. Ach, Herr Diesner. Ja? Haben Sie vielleicht ein Zigarettchen für Ihre Zimmernachbarin? Sie sind aber eine Dame, die sehr schnell Hotelbekanntschaft ist. So bin ich nun mal. Danke. Ja, bitte, hier ist Diesner. Ach so, meldet sich niemand. Dankeschön. Sagen Sie, was sagt denn unsere treffliche Auskunft da über den Hanke Senior? Moment, Moment, das haben wir gleich. Hanke. Hanke Theodor, 66, Witwe, Vertreter, zurzeit nicht mehr berufstätig, Stammlokal Blauer Bock. Ja, vielleicht genügt das, wenn uns der Blaue Bock einigermaßen gnädig ist. Ein Vater, der so gar nicht neugierig auf seinen vermissten Sohn ist, interessiert mich doch sehr. Und Sie richten Ihr Interesse mal auf diese Lilo Feldhammer. Ja, dass Ihre Gesellschaft bestrebt ist, Ihren Verpflichtungen nachzukommen, ist sicher lobenswert. Tja, das kann man doch wohl sagen, nicht? Ja, ja. Ich frage mich nur, warum man Sie hierher bemüht hat. Ich habe ja schließlich gar keine Meldung erstattet. Ja, deswegen eben. Sie hätten doch als Begünstigte immerhin einen nicht unerheblichen Anspruch, aus diesem eingetretenen Versicherungsfall herzuleiten und ich... Oh, ist er eingetreten? Dieser Versicherungsfall, wie Sie es nennen? Wissen wir das so genau? Nein, allerdings nicht. Herr Werner Hanke gilt einstweilen als verschollen. Eben, auch für mich. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Im Übrigen glaube ich, dass ich die Nachforschungen getrost den Behörden überlassen kann und der Familie Hanke. Ja, ich danke Ihnen jedenfalls sehr für Ihren Besuch. Entschuldigen Sie noch eine Frage, Fräulein Feldhammer. Wann haben Sie Herrn Werner Hanke zum letzten Mal gesehen? Ich wüsste zwar nicht, in welchem Zusammenhang diese Frage für Sie von Bedeutung sein könnte. Aber ich glaube, das war so 8 Tage vor dem Unglücksfall. Hier in Neumünster? Mhm. Die Einzelheiten werden Sie doch nicht interessieren, oder? Tja, entschuldigen Sie meinen Besuch und meine Fragerei, aber es handelt sich immerhin um einen Auftrag. Und meine Gesellschaft ist nun mal sehr bemüht um eine gewissenhafte Kundenbetreuung. Ich weiß. Bitte, der Herr? Ja, ich möchte das Menü. Und was zu trinken? Ja, ein kleines Celeste. Fräulein Erna, zahlen. Ja. Eine Ochsenschwanzsuppe, eine Kalbsachse, 2 Pilze, 7,30 Mark. Ach ja, das Ferngespräch nach Flensburg. 3,15 zusammen, 10,45 Mark. Stimmt. Dankeschön. Hallo Fernand, ja hier Blauer Bock, wir hatten eben ein Ferngespräch nach Flensburg, bitte die Gebühren. Was schon durchgegeben, aber das muss ein Irrtum sein. Ja, mit der Nummer 16728. Achso, dann entschuldigen Sie bitte. So, bitte ein kleines Helles. Dankeschön. Sagen Sie mal, Fräulein, werden von Ihrem Lokal aus viel Ferngespräche geführt? Nein, ganz selten, höchstens von Gästen, die hier im Gasthaus wohnen. Ja, aber der Herr... Ach, Herr Hanke, ja. Das war überhaupt das erste Mal, dass er hier telefoniert. Warum telefoniert der alte Hanke eigentlich nicht von seinem eigenen Apparat aus? Fühlt er sich überwacht? Wieso? Ich telefoniere auch manchmal vom Lokal aus. Flensburg ist interessant. Die Feldhammer stammt daher, nicht?
Sagen Sie, wo war die Feldhammer eigentlich zur Zeit des Unfalls? In Neumünster, sagt sie. Wieso, scheint Ihnen dieser Punkt so wichtig? Ja. Entweder ruht Werner Hanke auf dem Grund des Meeres, dann... Oder aber er lebt. Ja, soweit kann ich Ihnen noch folgen. In diesem Falle dürfte er sich kaum in der Badehose von Helgoland nach Neumünster oder sonst wohin begeben haben. Wieso? Was heißt sonst wohin? Oh, ich meine nach Flensburg oder nach Cuxhaven. In diesem Fall muss er einen Helfer gehabt haben. Ellen Hanke und Hanke Senior. Der Strandmeister sagt, dass er die beiden in ihrer Wohnung in Neumünster angetroffen hat. Ja, das weiß ich. Also dann Prost. Prost. Jedenfalls wäre es gut, wenn Sie mal bei dieser Ellen Hanke vorfühlen könnten. Muss das sein? Also wenn ich mir vorstelle, jetzt soll diese arme Witwe und ihre Tochter 10 Jahre lang warten, bis sie zu ihrem Recht kommt. Das ist doch unausdenkbar. Also wenn sich unsere Verdachtsmomente nicht bewahrheiten sollten, werde ich alles daran setzen, die Versicherung wenigstens zu einer Teilleistung zu bewegen. Mhm. Ich fahre inzwischen mal nach Flensburg. Der Teilnehmer der Nummer, mit der alte Hanke telefoniert hat, wird ja nicht so schwer festzustellen sein. Wahrscheinlich. Wesentlich schwieriger wird es schon sein, sich mit Frau Ellen Hanke zu befassen. Und ich verstehe nicht mal, liebes Fräulein, warum Sie eigentlich gekommen sind. Ich war mit meinem Schwiegervater schon beim Rechtsanwalt. Ich kann das Ganze nicht verstehen. Da hat man seine Prämien bezahlt und jetzt heißt es, man soll 10 Jahre warten und weiterzahlen, immer weiterzahlen. Ja, aber vielleicht kann man Mittel und Wege finden, um diese Wartezeit abzukürzen. Ich möchte Sie nur bitten, alles dazu tun, was zur Klärung dieses Falles sei. Was denn, was denn? Nun ja, es könnte doch vielleicht sein, dass eine Nachricht oder eine Notiz, die Sie noch... Ach, das ist doch alles Unsinn. Soll ich vielleicht den ganzen Strand absuchen? Es ist doch alles schon geschehen. Ich weiß, Frau Hanke, ich weiß. Mein Mann ist tot. Ich habe mich damit abgefunden. Für mich ist er gestorben. Für die Versicherung natürlich nicht. Die sitzt auf ihrem Geld. Mutti. Ja, was ist denn, Lottchen? Tag. Tag. Was durch ihr Besuch? Die Tante ist wegen Vati da. Wegen Vati? Ja. Mhm. Vielleicht ist Vati gar nicht tot. Tja. Der Kaufmann Schulze hat gesagt, er glaubt, dass Vati wiederkommt. Und auch der Vater von der Doris hat gesagt... Aber Lottchen... Kommt Vati wieder, Tante? Ich weiß es nicht, mein Kind. Geh bitte in die Küche, Lottchen. Ja, Mutti. Ich komme gleich. Es ist alles so schrecklich. Da sehen Sie, was die Leute für einen Unsinn reden. Was soll ich denn dem armen Kind nur sagen? Tja. Und noch etwas. Ich war gestern bei Frau Lilo Feldhammer. So? Bei der Feldhammer? Warum denn? Ihr Mann hat in Hannover auch eine Lebensversicherung zugunsten seiner Geschäftspartnerin, Frau Lilo Feldhammer, abgeschlossen. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Ach, und die kriegt wohl ihr Geld? Vorerst noch nicht. Sie ist in der gleichen Lage wie Sie. In der gleichen Lage wie ich. Guten Tag. Ich suche die Familie Sterzenbach. Ja, was klingeln Sie mich daraus? Ein Stock höher. Ja, gewiss, es handelt sich um eine Überraschung. Ein Freund von mir, Herr Werner Hanke, wissen Sie zufällig, ob er noch hier wohnt? Ja, ich kümmere mich nicht um fremde Leute. Hat schon mal einer da gewohnt? Ja, dieser vielleicht. Das ist mein Freund. Kann schon sein. Fragen Sie oben nach. Ja, danke. Entschuldigen Sie die Störung. Entschuldigen Sie, mein Name ist Hermann Diesner. Ich bringe Ihnen Grüße von Fräulein Lilo Feldhammer. Ich sagte Lilo, dass ich nach Flensburg fahre und da meinte sie... Von Lilo? Ja. Ich hätte gern mit Herrn Werner Hanke gesprochen. Er ist ein alter Freund von mir. Ist er etwa schon abgereist? Aber das macht nichts. Sie wissen nicht zufällig, wohin. Nee. Ja, also dann entschuldigen Sie. Auf Wiedersehen. Das habe ich schon lange gehabt. Ich auch. Er war schon abgereist, vermutlich auf den Anruf seines Vaters hin, dass ein alter Bekannter ihn gesehen habe. Wahrscheinlich. Haben Sie bei Frau Ellen Hanke was ermitteln können? Ermitteln nicht. Vielleicht was erfühlen. Nämlich? Ich weiß nicht, die Frau wirkt so unglücklich, so zerrissen. Wie überfordert von einer Last, die sie nicht tragen kann. Das kann ich mir vorstellen. Die wartet nicht mehr auf ihren Mann. Nur auf das Geld. Irgendwas an dieser Sache stimmt nicht. Und die Polizeistationen des Küstendienstes? In den Protokollen habe ich was sehr Interessantes gefunden. Hier in Cuxhaven, da am Landungssteg nach Helgoland, hat an dem fraglichen Tag ein Wagen falsch geparkt und wurde aufgeschrieben. Die Nummer ist, Moment, NMSD 103. Und der Besitzer des Wagens ist nach Auskunft des Kraftverkehrsamtes, na, dreimal dürfen Sie raten. Ich rate nur einmal. Lilo Feldhammer. Na, Herr Dr. Severin, was haben Sie mir zu sagen?
Ihr Sohn lebt, Herr Hanke. Ich habe nicht erwartet, dass Sie vor Glück zerspringen, aber ich gebe Ihnen einen Rat. Ich brauche Ihren Rat nicht. Ich weiß nicht, wo Ihr Sohn im Augenblick steckt. In Flensburg ist er nicht mehr. Wahrscheinlich schon rüber über die dänische Grenze. Sie werden es ja wohl wissen, nicht wahr? Überreden Sie ihn, dass er sich freiwillig stellt, Herr Hanke. In diesen zerrütteten Familien- und Wirtschaftsverhältnissen verfiel der Hauptangeklagte auf einen verzweifelten Plan. Einen Plan so unglücklich ausgeheckt, dass er alle die, denen er durch eine Straftat helfen wollte, seine Frau, seinen Vater, seine Freundin und Geschäftspartnerin, kurz alle Angeklagten, zu Mittätern und Mitschuldigen machte. Er wollte mit seiner Partnerin im Ausland ein neues Leben aufbauen. Er wollte seine Familie zwar verlassen, aber nicht im Elend. Er wollte seine Frau und seine Tochter sicherstellen. Das alles durch einen Versicherungsbetrug. Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal der 50.000 Retro-Fans. Jetzt wieder Danke sagen mit einem Däumchen und die Detektei kehrt bald zurück.